Der Konjunktiv 1. In dem heutigen Video erkläre ich dir, was der Konjunktiv 1 ist, wann du ihn benutzen musst, wie du den Konjunktiv 1 bildest und auch ganz wichtig, brauchst du den Konjunktiv 1 in der modernen deutschen Sprache überhaupt noch? Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute erkläre ich dir den Konjunktiv 1. Als erstes, was ist eigentlich der Konjunktiv 1? Allgemein gesagt ist das nur eine spezielle Verbform, also eine spezielle Konjugation des Verbs. Die musst du immer dann benutzen, wenn du eine indirekte Rede hast. Was ist eine indirekte Rede? Ganz einfach, du gibst wieder, was jemand anderes gesagt hat. Zusätzlich benutzt du ihn auch noch in festen Wendungen, denn früher wurde der Konjunktiv 1 noch viel, viel häufiger benutzt. Damit ich dir genau zeigen kann, was eine indirekte Rede ist und was eine direkte Rede ist, dafür wechseln wir jetzt in mein E-Book. So. Schauen wir uns als erstes mal den Unterschied zwischen der direkten und der indirekten Rede an. Dann sollte es dir gleich schon klar sein, was die indirekte Rede ist. Direkte Rede ist, der Lehrer sagt, Doppelpunkt, Deutsch ist nicht schwer. Und die indirekte Rede ist, der Schüler sagt zu einem Freund, mein Lehrer sagt, Deutsch sei nicht schwer. Bedeutet, der Sprecher ist hier der Lehrer und der Schüler berichtet nur, was der Lehrer gesagt hat. Also indirekte ist immer, wenn man etwas wiedergibt, was jemand anders einem gesagt hat. Und grundsätzlich wird der Konjunktiv 1 neben der indirekten Rede auch noch in festen Wendungen benutzt, wie zum Beispiel, hoch lebe das Geburtstagskind, Gott sei Dank, es lebe die Freiheit, lebe wohl. Das hier hat nichts mit der indirekten Rede zu tun, ist aber trotzdem Konjunktiv 1. Früher wurde der noch deutlich häufiger benutzt, aber mittlerweile eben nur noch in der indirekten Rede. Aber so ein paar einfach Sprüche oder feste Wendungen haben sich dann durchaus noch erhalten. Kommen wir zur Bildung des Konjunktiv 1. Theoretisch gibt es für alle Verben eine Konjunktiv 1 Form, aber praktisch wird meistens nur noch sein wirklich in allen Personen benutzt. Und sein ist auch hier unregelmäßig. Die Konjunktiv 1 Form ist ich sei, du seiest, er, sie, es, man sei, wir seien, ihr seiet, sie seien. Das musst du einfach auswendig lernen und das brauchst du auch noch, diese Formen hier. Und bei anderen Verben verwendest du den Konjunktiv 1 meistens nur noch in der dritten Person Singular, also er, sie, es und man. Und die Bildung hier ist auch nicht wirklich schwer. Du nimmst einfach das N am Ende vom Infinitiv weg, also aus leben wird er lebe, aus haben wird er habe. Und in der zweiten Person, also du und ihr, wird der Konjunktiv 1 nur noch selten verwendet und unterscheidet sich vom Indikativ, also der normalen Konjugation, nur durch ein E vor der Endung. Also da schiebst du noch ein E vor die normale Präsensendung. Aus bringen wird du bringest, also bringst ist hier, du bringst und daraus wird du bringest und ihr bringet, aus ihr bringt. Bei gehen, du gehest, anstatt du gehst und ihr gehet, anstatt ihr geht. In der Umgangssprache wird hier aber häufig der Konjunktiv 2 anstelle vom Konjunktiv 1 benutzt. Also den Konjunktiv 1 siehst du hier teilweise bei älteren Menschen oder bei Menschen, die sich sehr gehoben ausdrücken wollen oder das grundsätzlich tun. Da siehst du das noch häufiger in der Alltags-, in der Umgangssprache. Wirst du diese Wörter eigentlich in der zweiten Person so gut wie nie im Konjunktiv, Konjunktiv 1 hören und in der ersten Person Singular, ich und auch in der ersten und dritten Person Plural nie bis ganz, ganz selten in wirklich alten Büchern, die vor sehr, sehr langer Zeit geschrieben wurden. Da siehst du das Ganze vielleicht noch im Konjunktiv 1,
aber wirklich in der gesprochenen Sprache benutzen wird es so gut wie niemand. Und wir benutzen hier anstelle des Konjunktiv 1 dann immer den Konjunktiv 2. Wie zum Beispiel, er sagt, wir gehen ins Kino, wird so, er sagt, sie würden ins Kino gehen, oder ganz einfach, er sagt, sie gehen ins Kino. Die normale Variante. Und Zeitform gibt es im Konjunktiv 1 natürlich auch, nicht alle, sondern nur das Präsens, das Perfekt und das Futur. Den Rest gibt es nicht. Und hier wird ganz einfach das konjugierte Verb in die seine Konjunktiv 1 Form gesetzt. Ansonsten bleibt alles gleich. Also im Präsens, er sage, er fahre. Im Perfekt, er habe gesagt, er sei gefahren. Und im Futur, er werde sagen oder er werde fahren. Also hier ist es ja das Verb selbst, das konjugiert wird, also bekommt das den Konjunktiv 2. Und im perfekten Futur das Hilfsverb, also haben oder sein bzw. werden. Und gute Nachrichten, wenn dir das alles ein bisschen kompliziert erscheint. Wie schon erwähnt, in der Umgangssprache benutzt du den Konjunktiv 1 wirklich nur noch selten und häufig wird er durch den Konjunktiv 2 oder den Indikativ ersetzt. Aber was ich noch hervorheben möchte, grammatikalisch 100% korrekt ist nur der Satz im Konjunktiv 1. Allerdings wird dieser Fehler höchstens Deutschlehrern und Germanistikstudenten auffallen. Jedem Normalo, der nicht die Sprache studiert hat, dem fällt der Fehler nicht auf, wenn du hier Indikativ oder den Konjunktiv 2 benutzt. Deswegen grundsätzlich lerne den Konjunktiv 1 auf jeden Fall, aber verschwende oder benutze nicht zu viel Zeit dafür, außer vielleicht du arbeitest in einem Krankenhaus oder am Gericht, denn dort einfach aus beruflichen Gründen musst du sehr viel häufiger wiedergeben, was jemand anders gesagt hat. Aber auch da benutzt du ja in der Regel das Perfekt und dementsprechend musst du eigentlich nur sein und haben in der jeweiligen Form kennen, weil es meistens einfach in der Vergangenheit passiert. Aber an sich ist das ja nicht schwer. Denk dran, indirekte Rede, Konjunktiv 1 und im Zweifel aber auch Konjunktiv 2 genauso. Nicht 100% grammatikalisch richtig, aber von den Leuten verstanden. So, ich hoffe, jetzt bist auch du ein Experte, was den Konjunktiv 1 angeht. Falls du dazu noch Fragen hast, dann schreib bitte einfach einen Kommentar hier direkt unter das Video. Und falls du mich und meinen Kanal unterstützen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du einfach mal unter shop.easy-deutsch.de vorbeischaust. Da findest du jede Menge E-Books und auch Online-Kurse mit jede Menge Übungen, die dir dabei helfen, deine Probleme mit der deutschen Grammatik zu beenden. Und ansonsten wünsche ich dir aber auch wie immer viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.